Der Begriff Digital Fabrication beschreibt Fertigungsprozesse, bei denen Maschinen durch digitale Daten gesteuert werden. Die bekanntesten Fertigungsverfahren im Bereich der Digital Fabrication werden in additive und subtraktive Verfahren eingeteilt. Additiv bedeutet, dass Material addiert, also hinzugefügt oder zusammengesetzt wird. Während subtraktiv bedeutet, dass Material subtrahiert, also weggenommen oder auseinandergetrennt wird. Bei additiven Verfahren wird also nur die Materialmenge durch den Fertigungsprozess hinzugefügt, die tatsächlich für das Objekt benötigt wird. Bei subtraktiven Verfahren hingegen wird von einem Rohmaterial ausgegangen und Material so entfernt, dass das gewünschte Objekt übrig bleibt. Ein bekanntes Beispiel für die additive Fertigung ist der 3D-Drucker. Damit werden dreidimensionale Objekte Schicht für Schicht aus unterschiedlichen Materialien wie zum Beispiel Kunststoff, Keramik, Beton oder sogar Schokolade aufgebaut. Bei der subtraktiven Fertigung werden Rohmaterialien wie zum Beispiel ein Block oder eine Platte aus Holz durch das Abtragen von Material mit geeigneten Werkzeugen bearbeitet. Bekannte Technologien aus diesem Bereich sind beispielsweise die CNC-Bearbeitung als spanabhebende Fertigung oder die Laserbehandlung als thermisches Trennverfahren. Die Bezeichnung CNC steht für Computerized Numerical Control und bedeutet auf Deutsch rechnergestützte numerische Steuerung. Das bedeutet, dass die Maschinen nicht von Hand, sondern von einem Computerprogramm, also digital, gesteuert werden. Je nach Art des Fertigungsverfahrens werden unterschiedliche Dateiformate benötigt. Für den 3D-Drucker sind es dreidimensionale Volumenmodelle und für die Arbeit mit dem Laser- oder Vinylcutter zweidimensionale Vektorgrafiken. Um diese Daten zu erstellen, stehen unterschiedliche Software-Tools zur Verfügung. Um eine Idee am Computer in einem dreidimensionalen Modell umzusetzen, werden CAD-Programme verwendet. CAD steht für Computer-Aided Design, also computerunterstütztes Design. Zur Erstellung von Vektorgrafiken gibt es spezielle Computerprogramme. Man kann aber auch aus 3D-Modellen, die in einem CAD-Programm erstellt wurden, 2D-Grafiken, also zum Beispiel den Grundriss, ableiten und verwenden. Um das erstellte Design nun auf einer Maschine fertigen zu können, wird es mit Hilfe einer CAM-Software in ein Format umgewandelt, das die Maschine versteht. Das M in CAM steht für Manufacturing, also Produktion oder Herstellung. Das bedeutet, die Software dient als Übersetzer zwischen der Designdatei und der Fertigungsmaschine. Sie übernimmt somit den letzten Arbeitsschritt vor der Fertigung. Damit kann nun das fertige Design von der jeweiligen Maschine automatisiert gefertigt werden. Beim Einsatz von Digital Fabrication wird also zuerst ein digitales Modell eines Objekts mit einem passenden Programm auf dem Computer erstellt und dann an ein Programm geschickt, das die jeweilige Maschine steuert. Die Maschine fertigt dann völlig automatisch das Objekt. Die Bandbreite der Nutzung der Technologien der Digital Fabrication ist riesig. Computerunterstützte Fertigung steckt so ziemlich hinter allen Gegenständen des täglichen Lebens, vom einfachen Kugelschreiber bis hin zu komplexen Elektrogeräten. In Großkonzernen werden sie unter anderem in der professionellen Serienfertigung eingesetzt. Aber auch in der Medizintechnik findet man sie beispielsweise bei der Herstellung von passgenauen Implantaten. Ein wichtiger Einsatzbereich ist auch die Produktentwicklung. Hier werden diese Verfahren im Sinne des Rapid Prototyping eingesetzt, um schnell und kostengünstig funktionstüchtige Prototypen, also Modelle, herstellen zu können. Auf der anderen Seite haben die Technologien der Digital Fabrication in den letzten Jahren auch immer mehr Einzug im Privat- und Hobbybereich gehalten und ermöglichen die schnelle und einfache Umsetzung von individuellen Projekten. Indem diese Verfahren und Technologien auch in den schulischen Werkunterricht eingebaut werden, können die Schülerinnen und Schüler auf das Berufsleben, das immer stärker von technologischen Problemstellungen bestimmt wird, vorbereitet werden. Bei der Entwicklung und Herstellung funktionaler Produkte sammeln die Schülerinnen und Schüler durch problembasierte Aufgabenstellungen und forschendes Lernen Erfahrungen im Umgang mit unterschiedlichen Materialien, Maschinen und Verfahren. Der Entwurfs- und Herstellungsprozess eines solchen Projekts erfordert neben Kreativität auch Innovationsbereitschaft sowie räumliches Vorstellungsvermögen.
Auch die Problemlösekompetenz wird gefördert. Zudem besteht eine starke Verbindung zum MINCT-Bereich, wodurch sich eine spannende Möglichkeit für fächerverbindenden Unterricht bietet. Im Lehrplan für das Unterrichtsfach Technisches und Textiles Werken sind Projekte aus dem Feld der Digital Fabrication in vielen Verfahrensbereichen wiederzufinden. Solche Verfahrensbereiche sind zum Beispiel digitales Darstellen von Plänen, Skizzen und Modellen, die Bereiche Formen und Verbinden, Oberflächengestaltung und auch Steuern, Messen und Programmieren. Zudem bieten solche Projekte ideale Bedingungen, um bei den Schülerinnen und Schülern ein Bewusstsein für die Auswirkungen technischer Systeme auf Mensch und Natur zu schaffen und mit ihnen die technischen, ökonomischen und ökologischen Aspekte bei der Auswahl von Materialien bis hin zu Re- und Upcycling zu besprechen. Der Fokus in der Maker Education liegt darauf, dass sich die Kinder auf eine offene und experimentelle Art und Weise mit den Technologien der Digital Fabrication auseinandersetzen. Making-Aktivitäten stellen im besten Fall eine Möglichkeit dar, die Welt aktiv zu gestalten und zu verbessern. Nachhaltigkeit und die Wirkung und Risiken für die Gesellschaft sind Aspekte, die bei einem projektbezogenen Einsatz zum Denken anstoßen sollen. Dadurch werden die Kinder aufgefordert, Lösungen für auftretende Probleme zu finden. Da es bereits speziell für Anfänger und Kinder einfache Programme gibt, mit denen Dateien für die Verwendung von 3D-Drucker, Lasercutter und Co. erstellt werden können, ist es auch Kindern ab einem Alter von 10 Jahren bzw. in der Unterstufe möglich, erste Erfahrungen in diesem Bereich zu sammeln. Mittlerweile gibt es 3D-Drucker und Vinylcutter bereits zu niedrigen Preisen und in handlichen Formaten für den Privatgebrauch. Somit werden in Zukunft vermutlich auch immer mehr Schulen ihre Werkräume mit solchen digital gesteuerten Geräten ausstatten. Bei Lasercuttern sieht die Sache noch eher schwierig aus, da gute und sichere Geräte erst ab einem Preis von etwa 5.000 Euro erhältlich sind. In jedem Fall sollte bei der Auswahl einer digital gesteuerten Fertigungstechnologie für den Schulgebrauch immer ein Experte zu Rate gezogen werden, damit ein sicheres und erfolgsversprechendes Arbeiten damit ermöglicht wird. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, solche Geräte in Makerspaces oder Fablabs zu verwenden. An der Technischen Universität Graz gibt es ein Fablab im Schumpeter-Labor für Innovation, das an ausgewählten Tagen öffentlich zugänglich ist. Dort kann man als Privatperson nach der Teilnahme an einer allgemeinen Sicherheitsunterweisung und spezifischen Geräteschulung arbeiten. In den folgenden beiden Videos werden wir uns die additiven und subtraktiven Fertigungsverfahren der Digital Fabrication genauer ansehen.